Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Wir sind wieder auf der Pirsch und ja, mal gucken, was uns heute so vor die Flinte rennt. Also, rennen wir mal weiter hier. Schön, leise, leise durch die Gegend. Sollen wir das mal versuchen, ganz ranzulocken? Ich habe ja diesen Ghillie-Suit an, ne? Wenn man das selber so sehen könnte, ne? Das wäre halt geil. Aber ich glaube, so richtig sieht man es nicht. Und es macht auch keinen Unterschied. Es ist nur Deko. Also man hat nicht wirklich auf einmal einen Tarnwert von über 500. ganz gechillt. Da war doch gerade ein Reh. Bin ich hier nicht so einigermaßen getarnt? Sollen wir das nicht hier einfach mal versuchen anzulocken? Alter, echt hier mit den Armen, ne? So bin ich. Da sieht man, so ist man fast unsichtbar. Mit dem Strich. Wir locken das jetzt schon an, safe. Wenn das straight auf uns zukommt hier, ne, haben wir die besten Möglichkeiten. Das wäre natürlich nicht schlecht. Oh, jetzt wird's brenzlig. Wir kommen mit dem Mief. Der Wind dreht. Und wir kommen mit dem Mief so langsam in diese Richtung. Das heißt, ich drehe jetzt so eine Kurve links rum, damit wir nach rechts hin vielleicht noch das Wild haben. Aus dem Mief heraus. Sonst verscheuchen wir es natürlich komplett. Keine Chance dann. Also Wild, was uns riecht, haut ziemlich schnell ab. Oh, es dreht weiter. Wahrscheinlich war gerade... Oder möglicherweise war gerade der Ruf auch so ein, ja, ich bin mal weg, ne? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wie der Wind gerade gedreht ist. Ganz, ganz schlecht. So. Ich bin jetzt einfach mal ein ganzes Stückchen weiter marschiert. Gucken wir mal, wie das hier weiter hinten in dem Waldgebiet hier aussieht. Und wir sind ja immer noch auf dem Weg in Richtung der Felder. Auf den Feldern, auch da, wo es dann die Nahrung gibt, findet man natürlich auch immer mal wieder Wild. Ich weiß gar nicht, ob ich mich an so einen Hirsch irgendwie wagen sollte. Wenn ich gerade überlege, wenn hier so ein fetter Hirsch vorbeirennt, müsste ich vielleicht mit der Schrotflinte probieren, oder? Oder zwei Schuss. Also da muss ich safe dann irgendwie in die Lunge reinkommen, sonst wird das gar nichts, ey. Bei so einem großen Tier, so ein fetter Hirsch, da sind Spuren, perfekt. Da haben wir die nächsten Spuren. Trabend hierhin. Auch wieder mit dem Wind getrabt. Die laufen gerade alle genau dahin, wo ich nicht hin kann. Und es macht auch tatsächlich keinen Sinn, ne? Also manchmal, wenn man halt nicht anders kann, weil die Map halt zu Ende ist, entweder einfach einen... Man hat vielleicht sogar schon einen Punkt, dass man da Schnellreise hinmachen kann. Dass man dann aus einer anderen Richtung weiterlaufen kann. Oder, wie gesagt, einfach
Ja, wenn es halt nicht anders geht, mal ein ganzes Stückchen mit dem Mief mitlaufen und dann irgendwann mal wieder abbiegen, den Knick machen, dass man dem Wind wieder entgegenläuft mehr. Na, guck mal hier. Da kommen noch so langsam die Felder. Perfekt. Lass mal die Randgebiete angucken. Aber auch da ist gerade nichts zu sehen. Da vorne könnte man einen Hochsitz aufbauen. Das spare ich mir allerdings. So an einem Spot kleben bleiben, mache ich eigentlich ungern. Da drüben haben wir die nächsten Felder. Gehen wir da mal so langsam rüber. Und hier vorne haben wir auch schon Spuren. Perfekt. Was haben wir denn da? Dammhirsch. Mit einer Gruppe? Nee, Dammhirsch Kategorie 4 ist das, ne? Ich habe allerdings immer noch nicht die richtige Munition für sowas. Also theoretisch die richtige Waffe. Aber für so einen Dammhirsch eigentlich nicht die richtige Munition. Ah, die Felder sind immer geil, ey. Das macht immer Bock. Das ist doch immer top. Aber hier auch gerade leider nichts zu sehen. Gucken wir mal hier herum. Ich meine, wir sind auch relativ lau, ne? Trotz allem, also wir sind halt ein... Als Anfänger, ne? Ist man halt nicht so geskillt und leise. Wahrscheinlich müsste ich die ganze Zeit schleichen, um ansatzweise irgendwie hier rumzulaufen und irgendwas zu entdecken oder nichts zu verscheuchen. Bei dem Rumgetrampel hier. So. Da waren die Spuren. Die gehen einmal rauf. Nach rauf können wir gar nicht. Dieser gesamte Bereich hier ist für uns vom Wind her abgesperrt. Das heißt, wir können höchstens in diesen Bereich gehen, also nach unten. Puh. Tja, hilft ja alles nichts. Das heißt, wir machen uns auf die Socken. Wir machen hier einen kleinen Weg oder so einen Umweg um die Felder herum. Eine große Kurve laufe ich jetzt mal in der Hoffnung, dass vielleicht auch der Wind noch mal ein bisschen dreht. Ganz schlechte Ausgangsposition gerade für uns. Einfach weil der Wind eben so ist. Ist nix. Einfach weil der Wind halt gerade so steht. Keine Chance, ey. Das wär's. Ihr braucht übrigens nicht auf die Gänse hier so zu schießen. Solange die so in dieser Dreiecksformation sind, keine Chance, die zu treffen. Das ist quasi die Reiseformation. Wenn man die anlocken kann, und oder angelockt hat oder auch mit Attrappen oder sowas anlocken kann, dann sind die aus dieser Dreiecksformation raus und fliegen so ein bisschen random rum. Dann kann man die tatsächlich auch aus der Luft rausschießen. Mit ein wenig Übung klappt das sogar ganz gut.
Aber solange die halt, wie gesagt, so im Dreieck sind, sind die auch leider nicht zu treffen. Da vorne ist nochmal, okay, nochmal so ein Hochsitz. Das heißt, theoretisch sind diese Hochsitze auch immer da, wo man immer mal wieder wild antrifft. Vielleicht sollte ich einfach hier mal mich so ein bisschen platzieren. Oder irgendwo verstecken. Oder mal ein bisschen rumcallen. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Da. Wildkaninchen. Die sind Stufe 1. Noch eins. Und noch eins. Die sind Stufe 1. Das heißt, wir können die eigentlich nicht... Noch eins. Wir können die eigentlich nicht vernünftig jagen. Also wir kriegen mit der Munition, die wir jetzt hier haben als Anfänger, können wir die nicht vernünftig erledigen. Vorteil, die sind gerade nicht so wirklich schreckhaft, weil wir ja auch nicht schießen oder Krach machen. Nachteil, wenn wir einmal schießen, ist glaube ich Ende. Das heißt, wir müssen jetzt echt gucken. Oh, da sind aber einige, ey. Alter. Guck mal, Stufe 2 sogar. Aber wie auch immer. Ich habe viel zu große Munition. Und die verschwinden natürlich zack in ihrem Bau. Habe ich es gerade aus dem Bau rausgeschossen? Ich glaube ja. Ich nehme die jetzt gerade mit, um einfach ein bisschen Kohle zu machen. Also das ist natürlich von weitmännisch weit entfernt. Ich würde sagen, es waren 3 Stück. Die sind auch relativ neu. Auch relativ neu auf der Map. Habe ich hier auf der Map noch gar nicht geschossen, glaube ich. Nee, habe ich gar nicht geschossen. Ich habe ja eine ganz lange Zeit gar nicht gezockt, das Game. Deswegen, ich habe auch gerade richtig Bock. Mal wieder schön rein in das Game. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, wann die da wieder rauskommen. Oder ob die da überhaupt wieder rauskommen. Ich meine, jetzt haben wir hier 3 von den Mitgliedern der Familie haben wir jetzt entnommen. Oder wie auch immer man das sagt. Und ja, ich bin gespannt, wann die da aus ihren Höhlen wieder rauskommen. Wahrscheinlich nicht so schnell, ne? Ja, nehmen wir die mal mit. Kleines, süßes Kaninchen. Was ist es? Wildkaninchen. Hui, viel zu dicke Muni. Egal, 1500 an XPs oder was das waren. Nee. Ah, das Ausstopfen kostet so viel. Auch nochmal hinten getroffen. Sogar noch eine Silberwertung bekommen, aber ungeeignete Munition. Das ist es halt. Und das erste hier auch komplett durchballert. Auch da natürlich ungeeignete Munition. Klasse 1 stand da jetzt, ja genau. Schade. Aber, guck mal da. Auch noch Level up gemacht. Immerhin noch ein paar Points gemacht hier mit den Kaninchen. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir haben jetzt, wie ist der Stand der Dinge im Inventar? 4000. Wir haben einen Vorteilspunkt bekommen. Jawohl, Vorteilspunkte auf Gewehr.
Du kannst deinen nächsten Schuss bereit machen, ohne den Zielmodus zu verlassen. Das heißt, zack, zack, nachladen. Genau. Das hat mich auch gerade gewundert. Deswegen, jetzt geht's. Perfekt. Das haben wir schon mal drin. Und dann gehen wir aber gleich mit den nächsten Punkten, wie gesagt, hier in Richtung Nulldistanz. Kommen wir dann aber später zu. Und von den Gewehren. Ja, das müssen wir dann eigentlich im Shop uns mal im Detail angucken, wie das dann da aussieht. Ich würde sagen, wir machen mal eine Schnellreise dahin und schauen uns das auch mal im Detail an. Denn der Wind war wirklich mies an der Ecke und wir waren da tatsächlich eingesperrt, also keine gute Position für uns. Und deswegen schauen wir uns das mal eben an hier in der Schnellreise, ob wir nicht von hier aus gleich... Ja. Das sieht auch schon gut aus, eine bessere Ausgangsposition haben. Wir können jetzt zum Beispiel gleich weitermachen und in Richtung Norden laufen. Hier haben wir noch einiges offen. Und gleichzeitig können wir jetzt nochmal eben hier reingucken in den Shop. Gehen ins Lager hier, beziehungsweise auf den Laden. Gucken nochmal eben bei den Gewehren, welches wir hatten. Da ist es. Kompatible Gegenstände. Und wir haben die Punkte freigeschaltet, das heißt, wir kaufen uns jetzt für Währung. Das heißt, ab jetzt kostet natürlich uns jeder Schuss was. Wir kaufen uns jetzt die Munition. Machen wir erstmal 50 Schuss. Das ist ab jetzt die Munition, die auch wirklich einen guten Durchschlag hat, eine gute Wirkung. Das heißt, wir gehen hier auf die Munition, haben hier... Halt, gar nicht. Wir gehen hier ins Lager und tauschen die erstmal aus. Das heißt, die TMG kommt raus und die PSG-Munition kommt rein. Hier hat auch so eine kleine grüne Kapsel oben drauf, die Piercing, die durchschlagende. Und die ziehen wir jetzt auch hier auf die Waffe drauf. Das heißt, wir haben jetzt unsere Waffe geladen mit der Piercing-Munition und können auch jetzt deutlich leichter Rehe erledigen und haben jetzt auch die Chance, Hirsche erledigen zu können. Das allerdings dann im nächsten Mal, wenn wir hier welche finden, also im nächsten Video. Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.